Das hätten wir jetzt gerade auch noch aufnehmen müssen. Disney! Ach nee, ist nicht Disney. Capcom! Das ist doch voll Kinderunterhaltung. Disney pur. Resident Evil ist Disney. Ja, klar. Resident Evil. Was? Echt jetzt? Ja, klar. Guck mal, da ist eine Giraffe, da ist eine Frau, die gibt der Giraffe einen Blowjob, viele Zombies, das ist wie Disney. Nur anders. Nee, genau so. Aber die Pistolen werden durch Walkie-Talkies ersetzt oder so. Nee, dann sind wir ja beim Spielberg-Film. Es wird gesungen. Und alle Mütter sind tot. Nee, Disney-Filme sind alle passiv progressiv. Irgendwie ist es progressiv, aber auch nicht. Da sind Schwule in dem Film, aber Frauen werden scheiße behandelt. Da sind Schwarze in dem Film, aber keine Asiaten. Schwarze Asiaten. Und jüdische Schwarze Asiaten. Und asiatische Schwarze. Mhm. Aber du, boah, ist du bist voll nicht inklusiv hier. Du hast noch die afrikanischen Schwarzen ja. Asiaten vergessen. Tut mir leid. Schäm dich. Ja. Asche auf dein Haupt. PC Principal is not amused. Tja. Deswegen auch das Logo. Diversity. Es muss nicht immer ein Mann sein, dem da geblasen wird. Es kann auch eine Giraffe sein. Oh ja. Müssen wir jetzt hier Motorrad fahren? Ja. Ich glaube, ich muss ballern. Du fährst. Okay. Ja. Hallihallo. Alles okay. Alles okay. Störgeräusche von der Luft, die an einem vorbeisaust? Nein, überhaupt nicht. Du bist ja so ein Superwesen. Ich habe jetzt die Treffpunktkoordinaten. Ist nicht weit. ganz toll. Ein Apache. Yay. Tanks, Apaches, Riesenmonster mit Clown. Oh Gott. Bremsen rechts, beschleunigen links, okay. Sie wollen uns niedermähen! Ja, danke, ich höre es! Gott weiß, wie wir hier rauskommen sollen! Kannst du auf. Was machst du gerade? Du ballerst auf den Hubschrauber oder was? Ich muss, ja. Irgendwie den Flieger da treffen. Festhalten! Oh! Ach ja, festhalten kann ich mich ja auch. Wir fliegen hier über einen Wolkenkratzer hier mit dem Motorrad, okay? Oh mein Gott. Kein Schaden. Diese Zerstörung, die Hölle auf Erden. Musst du jetzt mal was machen oder muss ich was machen? Ja. Hey, schieß da drauf, los! Was passiert gerade? Haben wir es gewonnen? Wir haben den Boden berührt, ja. Kennst du nicht Lava? Wir haben verloren dann. Nee, was war denn gerade? Wir sind beschossen worden. Irgendwie musst du ein Quicktime hier machen. Oder so. Nee, eigentlich nicht. Ich kann gar nichts machen. Hey, schieß da drauf, los! Doch. So. Ich hab gleich mal eine Tonne angeschossen mit Benzin. Es tut langsam weh. Was tut langsam weh? Nächstes Mal klau ich eine Limousine. Nächstes Mal klaue ich eine Limousine, das wird der nächste Spruch. Halt dich gut fest, okay? Ich komme niemand, ne? Vorne ist auch noch einer. Ich kann nicht nach vorne gucken. Ach, du kannst nicht nach vorne. Nee. Gut, der hat sich gerade selbst rausgenommen. Schön. Ah, da sind ja noch mehr. Naja. Okay, ich kann nicht mehr beschleunigen. Ich hab sie tot gemacht.
die fahren selbst immer in die. Oi. Oi. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Bist du ballern oder? Passiert hier irgendwas? Ich kann gerade gar nichts machen. Haben wir jetzt verloren? Nee. Jake! Verflucht doch mal! Verflucht doch mal! Was? Jetzt hängt die blöde Tussi an dem Helikopter! Ah! Oh nein, ich hab das Quicktime zu spät. Jerry! Achso. Jerry! Ich dachte, das gehörte gerade zum Film. Nein, nein, ich hätte R drücken müssen, aber es war schwer zu sehen. Ich sehe gar nichts, also ich habe gar nichts gesehen. Verflucht doch mal! Ich will gar nichts entschuldigen, ich dachte, es war ein Teil vom Film. Ich kann mich nicht halten! Achso. Oh doch, du kannst, ich komme! Finden Sie Ihren Partner. Jake! Wie, was? Ohne Verletzung? Fällst du auf den Motor, auf das Motorrad? Oder? Alles okay? Alles okay? Aua. Nein. Ja, gut gefahren. Es tut langsam weh. Fahr doch bitte gemütlicher. Okay, das er ist doch nur Pierce hier. Er ist der beste Fahrer. Wo kommt denn der auf einmal her? Oh oh. Ja, der kommt halt irgendwo her. Oh. Muss dich hier einen Quicktime machen. Du? Ah ja. Muss jetzt drauf ballern. Ja, ich glaube ja. Yay! Yeah, Quest haben, da sitzt ja gar keiner drin. Ja, aber das die ist so, hätte den Helikopter vielleicht etwas schädigen können. Dingobar! Dingobar! Jetzt? Was? Ein auf Boxes! Da ist wieder der Heli. Ah. Jetzt? Was hat er auf uns gewartet? Vielleicht muss ich jetzt alle. Ich verstehe das Spiel wieder nicht. Was machen wir hier eigentlich? Das ist sehr spontan. Ja. Oh. 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 Aua. Ah! Jake! Das ist jetzt ungewöhnlich. Es tut weh. Ja, das nächste Mal fahren wir mit einer Kaluschke hier. Mit dem Fahrrad. Mit dem Pferd reiten wir. Festhalten! Pferd? Ja. Oh. 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 Mann, sind hier viele Autos. Oh. Gut gemacht, Jake. Sie verfolgen uns noch. Natürlich verfolgen sie uns die ganze Zeit schon. Nicht ausdrücken. Nicht ausdrücken. Nicht ausdrücken. Ja, ich drücke meine Blicke. Get away. Nicht ausdrücken. Patchy. Was ist das? Das ist ein LKW. Oh oh. Was hat er eigentlich gegen uns? Ich weiß es nicht. Wir wollen doch nur die Welt retten. Vielleicht haben wir das Toilettenpapier für ihn geklaut. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Jetzt kommen noch Autos. Achtung! Los geht's! Festhalten! Die Autos zum Himmel, komm, lass uns fröhlich sein. Wow! Das ist auch nicht völlig übertrieben. Wie, das war's? Das ist ganz nah an der Realität, das haben sie studiert. Haben wir es geschafft? Oder müssen wir weiter düsen hier? Ja, wir haben die Welt gerettet. Diesen Unfall überleben wir? Danke dir, Motorrad. Du hast uns gute Dienste geleistet. Scheint so. Es hat nur noch 2 Tage bis zur Pensionierung. Was würden die Autos aus Cars dazu sagen, dass wir einen ihrer Kumpels hier geopfert haben? Die würden uns wünschen. Scheiße. Scheiße.
Der Apache ist immer noch da. What's your fucking language? Warte mal. Den kenne ich doch. Jake. Die sind genau da, wo wir hinfallen. Mhm. Wo die Lieben hinfallen. Jetzt müssen wir wieder ballern. Ich hab gar keinen. Das Team wird uns beschützen. Wir brauchen ihre Hilfe nicht. Und ich habe auch nicht darum gebeten. Na gut, genug von Redfield. Ich kann's nicht mehr hören. Ich kann's nicht mehr hören. Dieser Kack Redfield, ja. Ich bin voll empfindlich bei diesem und Thema. Ich zeig's ihnen. Jetzt auch mit Kakun ballern da oben oder was? Wir müssen einfach nur hier die ganze Zeit überleben. Vielleicht müssen wir einfach so lange durchhalten, bis Piers und Chris uns retten. Die waren doch gerade da. Sterben wie die Fliegen. Die Sache hat sich bald erledigt. Was sind die denn? Da. Jake, das ist der Letzte. Der Letzte was? Hast du da nicht gerade noch gelegen? Oh! Ach, ich dachte, wir müssen hier übernachten. Hier lang! Okay! Hä? Da hinten ist eine komische Stange und ich muss da jetzt hin. Tanzen? Eine Stange und ich muss da hin. Achso, ein Stangtanz. Ach, da bist du. Aber du kommst da jetzt nicht rüber. Moment. Kann ich eine Leiter für dich runter machen? Siehst du die Leiter, wo ich bin? Wo bist denn du? Da, genau unter mir. Ich hab wieder das Problem, dass da Munition en masse rumliegt und ich kann sie nicht aufheben. Du kannst nur immer eine gewisse Masse mitschleppen. Das ist das Problem. Und wenn du von einer Waffe die Munition komplett hast oder ein bisschen was hast, kannst du keine zweite. Du kannst nur zwei Waffen insgesamt. Das ist voll scheiße. Wie sollen wir die Welt retten? Wenn wir nur zwei Waffen tragen können, obwohl wir fünf tragen. Mann, Propaganda-Plakate hier. Hatten wir das bei? Lies mir, was da steht. Da steht, wir sind degenerierte Ameisen, die irgendeinen großen Klotz mit kleinem Pimmel folgen. So. Nur sechs Fäuste können einen Menschen aufhalten. Der eine Tüte trägt. Oder einen Aktenordner. Oder was auch immer. Yay. Oh Gott. Kakerlaken-Typen. Die, Mir reicht's jetzt! Ich hol den Heli runter! Wie? Mir reicht's jetzt! Ich hol den Helikopter runter! Ich überleg's mir, wenn ich dabei bin. Okay. Soll ich mitballern? Chris ist auf dem Dach und versucht, den Heli abzuschießen. Das läuft nicht so gut für ihn, oder? Soll ich ihm zeigen, wie es geht? Ich verfolge jetzt einfach nur, wo die Leiter mich hin. Naja, ich habe Sprengsätze, die für ich habe auch eine Leiter gefunden. Was ist ja das Beziehung? Ich habe jedes Spiel, das Gefühl, das Spiel macht, was es will und nicht, was wir machen. Bitte. Hi! Während er sich verwandelt, bist du gemein! Ja.
Hast du auf deiner Seite irgendwas gefunden? Einen Weg oder so? Nicht wirklich. Ich frag mich ja eh gerade. Warte mal! Hey! Was? V! Geh mal zu mir, V! Danke. Bist du die Leiter darf für mich runter machen. Wenn das oder, geht? Oder mach ich das alleine? Ah, nee. Warte, hier doch. Hey! Da! Teamwork! Ich hasse dich eigentlich, aber ich muss mit dir zusammenarbeiten. Was? Du hasst mich? Was habe ich dir denn getan? Du bist Jake, du bist einfach nur... Aber wir haben doch schon die Tundra überlebt und ein... Ja, weil ich musste! So. Mich doch keiner gefragt, ob ich mit dir da auf Mission gehe. Jetzt zum Beispiel liegt hier Munition für meine Magnum und ich kann die nicht tragen. Ja, kennst du mal meine Welt. Ah, yes. Hi. Hallo. So, und warum sind wir jetzt... Waren wir hier nicht gerade schon? Ja, hier waren wir doch schon. Ja. Ist jetzt wieder hoch, oder was? Ja. Ich glaube, es geht wirklich eher darum, vor allem zu überleben, bis Pierce und Chris uns den Tag retten. Aber wir werden doch gar nicht wirklich angegriffen von den Heli. Nee. Sind hier oben irgendwie Bazookas oder so weiter, oder was? Ah, kannst du mir damit einen Einlauf machen? Mit Bazookas? Ups, sorry. Siehst du? Deswegen hasse ich dich. Ist so. Ja, das habe ich auch schon probiert. Kannst du rüberspringen? Ich kann rüberspringen, aber du nicht? Nee, weil du bist keine Akrobatin. Nee, ich muss eine Leiter nehmen. Ich glaube, ich muss eine Leiter nehmen. Die du vorhin genommen hast. Ja, aber von hier aus kann man auch nichts machen. Na toll! Ich kann diese Stangentechnik, die du hast, nicht machen. Ich weiß. Vielleicht muss ich auch mal ein bisschen ballern hier. Ja, aber, ich verstehe nicht, was wir machen sollen. Also ich falle einfach mal auf den Heli. Ich auch. Ein bisschen Muni habe ich ja. Und dann wieder muss ich halt gucken, dass mich gerade kein Bösewicht angreift. Ich glaube, wir müssen echt nur überleben hier, aber... Überlegen? Überleben! Nicht... Ach so. Nicht überlegen. Oh. Du musst übernehmen. Übernehmen, so. Nicht übergeben. Ach so. Hier. Halt dich mal. Was bitte? Du sollst dich heilen, du bist rot. Oh. Ich hab keine Muni. Medizin. Muni. Doch, hab ich. Aber jetzt fängt der Film an. Weil jetzt hat Chris und der Pierce endlich mal funktioniert. Gut gemacht! Gris! Mein Pimmel ist größer als deiner. Unser Befehl lautet, jeglichen Kontakt zu vermeiden. Weiß er, dass Whisker mein Vater war? Ich glaube nicht. Warum? Nur so. Hab ihn wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Das weiß nur die Bild-Zeitung. Welcher von den 15? Was? Bei dem Spiel ist doch alles mutiert. Moment mal, ich will es mir Medizin schaffen, das wollte ich sagen. Du wolltest die Medizin schaffen. Da hättest du mir doch nur sagen müssen, dann hätte ich dir doch einen Bon gegeben. Was? Kaboom. Müll in die Luft sprengen. Das ist voll scheiße, dass... Ich hab jetzt hier nur noch eine Sniper. Ach,
jetzt kann ich auf einmal eine Magnum-Muni aufsammeln, ne? Das ist ja auch was hier. Ja, diese Regeln, ne? Ich verstehe sie nicht. Wann es geht, wann es nicht geht. Ach, jetzt sind wir hier auf dem Müllplatz, wo... Haben Sie schon mal einen Heli gesehen wie den, der uns gejagt hat? So einer kostet nee. Knapp 15 Millionen Dollar. 15 Millionen? Tourismus ist lukrativ. One million! Der sie finanziert. Ölbaron. Wissen Sie, wo ich herkomme, glauben die Leute, dass die Amis für die meisten Probleme verantwortlich sind. Es interessiert mich nicht, wo du herkommst. Wo ich herkomme, denk mal, Jake. Die Amis sind an allem schuld. Ja. Reden wir lieber über mich. Lieber über dich? Okay, deine Brüste sind recht groß, dein Arsch ist zu klein. Du hast regenerative so Kräfte. Ich das nicht. Du hast regenerative Kräfte und da stelle ich mir die Frage, ob du überhaupt deine Waffe. Tage bekommst. Oh, Waffe. Oh nein. Nee, sorry. Ein Pokal. Moment, hör mal hier zu. Ching Chang Chong. Sorry, das war rassistisch. Döcke, Döcke. Oh, da vorne rennen welche. Döcke, Döcke. Yeah. Ja, klar. Amerika, wo sind die denn hingerannt? Hier ist doch alles zu. Wir sind nicht die Bösen. Guck mal, Terroristen haben auch auf unser Land eine blaue Medaille. Also geht die ganze Welt den Bach runter. Ah. Und Sie sind der Einzige, der sie... Ah, hier. Sehr gut versteckt. Großartig. Wollen die uns verarschen? So manchmal sind sie schlecht, manchmal sind sie gut versteckt. Die wollen uns verarschen. Ich glaube, die denken, unter meiner Mütze twaken toter Ödes. Ich habe ihn noch nicht mehr gesehen. Komm mal her, die Tür ist zu schwer für mich als Mann. Du bist eine Frau hier. Ach, mein Gott, Jake. Ja, ich habe nur Muskeln, aber ich kann sie nicht benutzen. Warum? Ach so, du musst deine Kräfte sparen fürs... Mann, diese Arschlöcher sind überall. Schieß dem diese Echse andauernd in die Eier. Ja, ja, das soll so. Das soll so sein. Das macht sie fertig und beschämt sie. Sniper ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bitte? Der Sniper ist hier gerade mal nicht so schlecht. Ich guck auch mal hinter uns, ob da irgendwas ist, aber... Auf jeden Fall ist links etwas, was sich gleich verwandelt. Vielleicht wieder eine Echse oder so. Noch eine, noch etwas, was sich verwandelt. Interessant. Frage, wann kommt es endlich raus hier? Die Musik hier. Die verharzen sowieso eine gewisse, ab einem gewissen Punkt. Die verharzen? Oh, ja, ich nenn's jetzt mal so. Aua. Hast davon, du Arsch. Wer hier verharzt gerade? Denn er war total verharzt. Kiste. Achso. Ah, hier ist eine Leiter. Schön. Hier müssen wir eh hoch, oder? Ja.
Nee, hier kann nur ich hoch. Ich kann hier eine Tür öffnen. Siehst du, sagte ich doch, jetzt sind die Viecher raus. Hey, ja. Beide tot. Yay. Yeah. Geht. Da hinten ist ja noch einer, der schlüpft wahrscheinlich gleich. Wenn er mal Bock hat. Du bist gerade über, über ihn rüber gehoppt. Ja, ich kann da... Yeah. Ich will auch mal... Du bist da scharf und ich spring über dich rüber. Yeah. Oder wie heißt das Spiel? Ja, Bock springen. Bock hüpfen. Bock springen. Mal da hinten gucken, ob da noch was ist. Da war ein Herr, der kam nie rüber. Hier ist nichts. Doch, Kisten. Küste! Ja, weil langsam tut es weh. Was? Ja, Kissen. Ich hab Kissen gehört. Achso. Das tut auch mal gut. Noch mehr Küste. Yay. Yeah. Und Muni. Und eine Tür, die Muni. Ich wieder nicht alleine aufkriege. Das sieht wie ein Bosskampf hier aus. Nach Tod. Wie in Edonia. Wenn du laberst, dann ja. Also deinen Charakter. Das ist suspicious. Mehr als suspicious. Da kommen sie. Danke. Muni war ein Problem. Die Kamera ist ein Problem. Wo ist der Typ? Da. Keiner tötet hier meine Freundin. Kopfschuss. Ich bin nicht deine Freundin. Ja, bist du. Du hast mich vorhin in der Hütte, wo ich dir den Kaffee gegeben habe, ganz heiß angeguckt. Ja, weil der Kaffee schön heiß war und lecker. Geht's dir eigentlich gut? Ja. Kannst du an der Farbe der Schrift erkennen. Ja. Man ist ja nett. Der ist kopflos und lebt immer noch? Nee. Jetzt ist er weg. Kann ja eigentlich nicht sein. Ui, Tür. Warte mal kurz. Ui, eine Tür. Da sind Zombies, chinesische Zombies, die sich in irgendwas verwandeln. Eidechsen, Kragenechsen, Kakerlaken und sonst was. Und du sagst, ui, eine Tür. Irgendwo da oben ist eine Waffe. 10 Meter. 11 Meter. Treppen. Warum müssen das immer Treppen sein? Ja. Warum nicht mal... eine Rolltreppe, das wäre aber lustig. Gestern! Ah, hier ist eine Waffe. Yay, yeah, eine Militärschrotflinte. Eine Schrotflinte? Das gefällt mir. Konntest du auch aufheben? Langsam, aber Durchschlagskraft, ja. Nicht, dass ich die jetzt geklaut habe oder so. Nein, nein, das hat doch eigentlich immer so geklappt. Dass ich wusste, oh, das ist eine Falle. Du bist ja auch schwer. Wie viel hast du wieder gegessen? Jake! Ich hab bei Union Diner alles gegessen. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. Aber ich bin nicht so hart wie du, Supergar. Ihr freches Mundwerk hat leider keine.
Mann, müssen die sich immer wieder verwandeln? Weil, sie das müssen. Na toll, jetzt ist die Waffe auch schon wieder leer. Verbraucht. Ja, nun stirb. Gib mir Muni. Also nicht du, sondern. Ja, ja. Ui. Ja. Ich hab gar keine Muni mehr. So ein bisschen. Jetzt bin ich Muni los. Ich finde auch bald was. Ist Muni los? Ja. Ah, da ist ja noch eins. Ich will kein Gold oder sowas haben, sondern ich will Munia! Die wissen nicht, was wir wollen, was wir brauchen. Sie ist offen! Cherry! Ach so! Hallo! Guck mal, ich kann ganz alleine die Tür aufmachen. Jetzt will ich aber auch erstmal einsammeln. Yeah. Wie ich hier stehe, neben der Säule von einem Mutierten hier. Soll ich ein Bild von dir aufnehmen? Kannst gern machen. Fürs Foto. Ja. Warte mal. Sieht aus, als würde ich warten, bis er mir auf die Hand kackt. ich sammle noch ein paar Dinge ein, die du fallen gelassen hast. Ja? Achso. Guck mal, ob hier noch irgendwo Jerry. Winnie für mich noch ist. Ey, du sollst doch neben dem Monster stehen bleiben. Ja, ich gehe ja gleich wieder hin. Sherry! 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 Ups. Moment, so. Hey! Na los! Los, kack mir auf die Hand. Los. Na los. Kack mir auf die Hand. Los. Na los. Bleib mal so. Schneller. 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 Na los. Na los. Na los. Kack mir auf die Hand. Los. Schneller. 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 Na los. Schneller. Schneller. Na los. Na los! Sherry! 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 Okay, ich hab da mal ein bisschen was aufgezeichnet. Ich glaube aber, ich nehme mal kurz mir Zeit für Kräuter. Sherry! Ja? Kannst du da die Leiter irgendwie runterhauen? So, ja, kann ich das? Nee, ich kann nur runterspringen. Bist du runtergesprungen? Nein, aber ich kann die Leiter nicht runtermachen. Ich
Ich muss einen anderen Weg finden. Du musst mich jetzt wieder hochschmeißen. Du bist doch runtergesprungen. Ja, um dir zu zeigen, ich kann die Leiter nicht runter machen. Hui! Und ich kann deinen Arsch sehen. Yeah. Nee, was? Nee. Vielleicht muss ich da lang, wo du gerade hier die Tür aufgemacht hast. Ich geh mal da lang. Ja. Yep. Kann ich nochmal die... Ich will die Dose benutzen zum Leben auffrischen. Das erste Hilfespray. Dass ich mir gerecht das geht. Also bei mir war es 1 drücken. Ach, du musst auch hier hin, wo ich bin. Ich mach jetzt mal einen hier auf Chris und hau auf das Holz wie er auf den Stein. Boulder Smash. Ach, hier war ich schon. Da war ich vorhin, während du unten Spaß gehabt hast. Achso. Ich komm mal zu dir. Ja, hier geht's auch weiter. Hier ist eine Tür, wo wir beide aufmachen müssen. Gut. Und auch Kisten mit Muni. Jetzt habe ich eine Magnum, eine Sniper, eine Maschinenpistole, eine Shotgun und nur Muni für meine Standardwaffe. Ich bin mir nicht sicher, ob du... Ich habe gerade Kisten gefunden und zerdeppert. Hast du die auch gesehen? Nee. Ist egal. Hier kommen wir eh gleich wieder in einen Abschnitt. Oh. Was? Oh. Blaues Emblem. Oha. Da, wo ich bin. Guck mal da. Und wenn du hier runterkletterst, da ist dann die Ecke mit den Kisten, die ich zerdeppert habe. Ein bisschen Muni hast du dann. Da, geh mal die Leiter runter. Ich geh mal aus dem Weg. Kann ich nicht aufnehmen. Nicht? Ach, schön. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Ich verstehe das nicht. Ich habe doch jetzt nur noch die Muni für die Standardwaffe. Jetzt kann ich aufnehmen. Oh Gott, ey. Wenn es wenigstens so wäre wie in Resident Evil 5. Ja, ich habe ein paar Eier in der Tasche, deswegen kann ich keine Muni aufnehmen. Es macht auch gar keinen Sinn. Bei dem Inventar konnte man ja genau noch sehen, wo man Platz... Ups, sorry. Hey! Pass doch auf! Ich wollte also, mit meinem Kopf auf dich springen, damit dein Kopf in meinen Arsch landet. Also, das ist doch... Dann sind wir so Human Centipede. Oh nein. Was ist das? Schwarzfarbe. Was ist das für ein Freak? Ich glaube, das ist ein Endgegner. Moment, was? Jake! Hilfe! Nicht so nah ran! Es zerfetzt sie! Ja, danke! Ich weiß, was eine Kettensäge anrichten kann! Kann ich noch nicht mal mehr die Standardmuni hier? Wo ist der Idiot? Da. Habe ich überhaupt keine Muni mehr. Ich helfe so gut ich kann. Unsere Chance! Ah! Was für eine Chance meinst du? Jetzt. Scheint so. Ich war ganz nah bei dem und dann hat sie das gerufen. Er ist tot. Hey, habe ich das nicht gemacht? Oh oh. Chinesische Neonlampe. Ist das irgendwie Symbolismus? Ja,
Da! Die chinesische! Okay. Und in China kippt ein Bus um. Oh, Kiste. Schick. Ach da. Und ich kann schon wieder nicht die Muni von der Magnum aufheben. Was ist das? Ein Flugzeug. Ach so. Flugzeug. Es ist amerikanisch. Moment, ich weiß, was es ist. Das ist Leon. Baller jetzt mal hier Jake, die Muni, was machst du da? Ich will die Magnum-Muni da unten. Ich hätte das filmen müssen. Hier meine Muni verballer? Ach komm, Spiel. Wie viel muss ich denn noch verballern, um dann die guten... Jetzt kann ich aufheben, ne? So eine Scheiße aber auch. Danke! Mir ist jede Hilfe recht! Ja, komm, ich brauch deine Hilfe. Ich glaube, jetzt sind wir auf den Schrottplatz, wo der Typ wieder auftaucht. Genau. Boah, was das an Geld kostet! Ist das? Ist ja. Das Leon? Leon? Berlin Kreuzberg. Helena! Leon! Sherry? Sherry! Was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Sie? Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich weiß es nicht, ich bin doof. Ich muss es wissen. Machen Telefonkonferenz. Ich vertraue dir nicht, Leon. Weil du hast mich ja damals gerettet. Ich vertraue lieber meinem Boss, den ich kennengelernt habe. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Und deinen Vater getötet. Also gut. Also gut. Oh! Vorsicht! Boah! Jetzt hätte ich eigentlich wieder einen Quicktime erwartet. Leon, beim Flugzeug! Ja. Beim Flugzeug, da ist wieder... Es ist amerikanisch! Jason Voorhees! Hey, schon wieder? Ihr Freund? Wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Sind das bescheuerte Sprüche hier? Achte auf seinen Arm! Okay. So, ich habe ja keine Muni mehr. Ach so, ja, wir müssen jetzt da hinten hin wieder. Wie billig ist das eigentlich, dass wir im Prinzip genau dasselbe machen? Die, als ihr Leon und Helena gespielt haben. Stimmt. Wo ist jetzt das Monster? Wo ist das Monster? Das hat sich jetzt erstmal verpisst. Aber wir müssen jetzt hier... Ich muss dich darüber schmeißen und... Es hat Angst bekommen. Okay. Okay. Ups, Entschuldigung. Oh oh.
jetzt weißt du, was ich machen musste als. Ja. Ich hab gar keine Mund. Achso. Naja. Ich muss es irgendwie schaffen, da so eine komische. So einen komischen Motor anzumachen. Ah ja, ich bin beim Bus. Er springt mich an. Halte durch! Ich muss den Bus erstmal zum Laufen kriegen. Keine Muni. Och Muni, wo ist hier Muni? Wenn du Leitern hochkletterst, das sind Plattformen, da findest du Kisten. Manche habe ich schon zerdeppert. Sie haben gegen dieses Biest gekämpft und leben noch? Beeindruckend. So. Vielleicht klappt's. Hast du Witze? Es gibt kaum was Besseres. Sie brauchen ganz dringend Hilfe, Kopf. Radja! Der mag mich. Oh, der Bus springt an. Boah. Hätte mich fast überfahren. Wieso stirbt er denn nicht? Hören Sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. So, ja, jetzt verwechselt er den Arm. Ach, deswegen ist sein Bauch so offen, weil wir ihn ja damals mit dem Drill. Er hat Ersatz dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Unten liegen Kanister. Wenn er da rüber rennt, dann... Den könnten wir direkt anstellen. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Leider nicht. Trotzdem sollten wir es ihm nicht zu leicht machen. Schon wieder munitionslos. Hallo. Hallo. Lass mal die Bots alles machen hier. Ui. Ist das schön? Ist das schön. Ein brennender Kran. Goldig. Was macht der denn? Gary! Der Feld brennt um. Wir begeben uns in Kucheng. Dort treffe ich mich mit Simmons. Sherry, hören Sie. Bis wir dort eintreffen, müssen Sie... Hey. Wenn er nur halb so gut ist, wie du sagst, schafft er es. Okay? Das stimmt. Beeilen wir uns. Es brennt. Es brennt. Und da ist eine Kiste. Im Feuer. Da ist ein Kopf. Der leuchtet so rot, aber ich kann nichts machen. Die Frage ist, wo wir lang müssen. Hier. Da, wo es nicht brennt. Genau. Gut erkannt. Jetzt kann ich schon wieder nicht hier Muni aufgeben. Ich bin schlau am Sein. Da geht's runter. Sehr gut. Danke. Vorwärts. Vorwärts. Du kannst echt nur für zwei Waffen immer Muni
haben. Oh, ja. Mehr geht nicht. Da muss man wirklich den extra Platz kaufen. Das ist halt so, aber es nervt. Ja, genau. Du kannst wenigstens klauen wir uns nicht. Du kannst nur für zwei Waffen. Wenigstens können wir uns nicht gegenseitig die Munition klauen. Das freut mich wenigstens. Ja, wäre noch schön. Ich glaube, da ist noch eine Tür, glaube ich. Mach ich mal auf. Okay. Vielleicht begegnen wir uns ja. Ja? Da sind ein paar Kisten drin. Sonst nichts. Ich komme gleich wieder zu dir. Da ist nichts Wichtiges. Oder? Nee. Ich komme wieder. Also, wenn du aus der Tür rausgehst und nach rechts rennst, da ist nochmal eine offene Tür, da war ich gerade drin, da findest du ein bisschen Zeug. Was? Seuchen? Zeug! Ach, Zeug. Auch ein Zeugstock? Ja. Ja. Ja, also, das mit der Muni ist zum Kotzen. Und, warum kann ich hier keine Heilung mehr aufheben? Moment, wie war das nochmal? Hab ich auch gerade probiert, ich musste meine Pillen da wieder kombinieren. Muss nochmal überlegen, wie ich mir. Komm. Ach so, weil ich wieder Granaten habe. Ja. Du hast Granaten, deswegen kannst du kein Kräuter nehmen. Ui. Ja, ich glaube, ich kann auch mal eine loswerden. Ja, jetzt kann ich die Kräuter auch wieder aufheben. So, wie macht man das nochmal mit Kräuter? Cool. Du gehst in Inventar und gehst zu dem grünen Punkt und machst E. Wie öffnet man nochmal das Inventar? Achso. Oder R. Ja. R, Entschuldigung. Das machst du so lange, bis du hoffentlich irgendwie Pillen zusammenkriegst. Ansonsten musst du weitere Kräuter aufsammeln, aber ja. Jetzt will ich gerade nur mal eine Blendgranate loswerden. Tut mir leid. Gut. Voll blöd. Die Pillen, die nehmen auch so viele Slots ein. Aber das Menü ist so unintuitiv und kryptisch. Gerade Pillen oder Kräuter sollten doch so wenig Platz weg. Ist da drüben an der Flussmündung. Oh nein, nicht Boot und Fluss. Nein, nicht wieder rennen. Rennen ist ja okay, aber nicht bei dem Simmons, Spiel. Oder? Simmons. Es kommt schon alles in Ordnung. Okay? Du bist nur in China, wo gerade eine Epidemie stattfindet, was ja irgendwie komisch ist, wo wir gerade Corona haben. Ich verspreche dir, wenn du das überlebst, koche ich dir wieder Kaffee. Wieder so ein Freak. Wir müssen doch rennen, oder was? Was ist das? Ich wette, das ist Ada. Die gute Ada. Weil die hat wahrscheinlich das rote Cocktailkleid. Yay! Verfluchter Messe! Du steuerst und ich schieße, ja, oder? Genau. Achtung! Kein Quicktime hier. Oh ja. Der Tag ist einfach kein Ende, oder? Hinter uns sind so eine Flugviecher. Hinter uns! So, jetzt kann ich auch bewegen. Aber ich hab gar keine Muni, hä? Es ist ein bisschen verwirrend, wie die Kamera wieder rumspielt. Na los! Na los! Was du wieder hier? Die schreit. Passt auch irgendwie nicht zu...
Ein Gesamtbild. Oh, er ist wieder da. Der gibt auch nie auf. Ja, was sollen wir jetzt machen? Tschüss. So, jetzt habe ich keine Munition mehr. Du schießt dich noch und sie helfen uns. Vielleicht ihre Kumpels von der WSAA. Muss mir helfen, ich sterbe. Ja, ja. So, so helfen. Ja, das war's. Bis. Hinter dir. Wieder so eine Leuchtreklame. Mit einer Garnele. Achso, jetzt haben wir das. Getting old. Hoffentlich bleibt er das. Zum Beispiel unendlich viel Muni aufheben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Gibt da nicht noch ein Monster? Ich glaube, du brauchst Heilung. Hast du noch? Ja. Da ist noch ein Boot. Yay, noch ein Boot. Da ist eine Ming-Vase. Habe ich auch gerade kaputt gemacht. Ach, Jake, du hast wieder mal ein Boot gefunden. Das verstehe ich echt nicht. Jetzt habe ich Muni für Sniper, für Magnum, für... Da im Wasser war gerade ein Licht oder sowas. Da war gerade ein Licht oder sowas. Hast du jetzt das Boot steuern oder was? Ich kann hier nichts machen. Okay. Warte mal, ach, Moment. Dann muss ich mal gucken. Hier, muss die Motor anschmeißen. Achso. Mit scheiß Quicktime wieder. Ich steuere. Ich baller. Das ist der Kettensägen-Typ. Fluch der Mist! Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich ins Wasser baller, aber ich probier's mal. Nee, bringt wahrscheinlich nicht. Nee. Der wird uns einfach nur Hindernisse in den Weg stellen. Also richtig. Und ich muss hier meinen Quicktime ziehen. Okay, ich guck dabei nach regulären Bösewichten, falls sie uns abballern wollen. Oh. Mann, ist das spannend. Ich muss nur warten, was er uns in den Weg schmeißt. Was war das? Hey. Müssen wir jetzt aufpassen, dass das uns nicht erwischt, oder was? Ich hoffe es. Anscheinend ja. Oh, nicht davor rennen. Ist jetzt weg, ja. Ist ein bisschen schwer zu sehen. Ja, und? Spiel von mir. Besiegen Sie die Boof. Was ist Boof? Boof. Ach so. Das ist Boof. Oh, nicht auf den Arm. Wer denn noch in den Typen reinballern? Ich hab echt das Gefühl, so komischer Zufall besiegt immer das Monster. Weißt du, durch herunterfallende Holzteile und Latten und so. Und der Motor springt. Achso, ich dachte gerade, der Motor springt von Alena. Was ist da gerade passiert? Das
Fragt er echt noch bei dem Spiel? Aber auf jeden Fall haben sie mich gerettet. Ich will doch nur zu meinem Boss. Da drüben. Der erklärt mir mal alles. Das ist der Treffpunkt. Ist der jetzt endlich tot, oder? Schlimmste Bootsfahrt seit der Titanic. Nee, der ist immer noch nicht tot. Also, ich dachte, er senkt uns die Arme auseinander. Jake! Ich brauche Hilfe! Weißt du, was ich hier mache? Das, da kommt Ada. Hat sich gerade gegriffen? Ich hab gar nicht kapiert, was los ist. Die gute Ada ist irgendwie mit so einem netten Haken, so Lianenmäßig. Ich dachte, es wäre ein Glitch gewesen oder so, dass ich in die Luft gehe. Ach so. Ja. Ja, wirklich. Ach. Ja. Ja. Nein, du störst nicht. Fast. Ich wurde nur gerade von einem mutierten Kettensägentypen fast gelünscht. Und dann kam eine Ada, die mich hier à la Tarzan geschnappt hat. Und der Kettensägentyp ist in eine rotierende Hubschraubermotor da reingebracht. Also das übliche. Ja, tägliche Übung. Noch. Jetzt kann ich wieder den Typen hier flirten und irgendwelche Grinsereien anbieten. Wer? Nee, ich tu das. Wieder Zombies, die machen. Ich bin gruselig. Ein Tor. Ein sehr verpixeltes Tor. Tor! Guck dir mal die Textur von dem Tor hier an. Ist das sonst nichts? Nö. Ah, nee. Aber guck dir mal die Textur von dem Tor hier an. So verpixelt. Siehst du es? Würdest du nicht mal abfotografieren für deine Kunstwerke? Nee, das ist ja, glaube ich, das, 72 dpi, was sie hier benutzt haben. Dots stimmt, per inch. Über Simmons sagt. Müssen sie fliehen? Ich hab's verstanden. Egal, was passiert. Die Schweißtropfen auf seinen Nacken sehen aus, als hätte jemand ihm Löcher reingestochen. Versprechen Sie es. Versprochen. He's already. Warum muss sein Hemd so extrem aufgeknöpft sein, damit man seine nicht existierende Brusthaare sieht? Weil er Weskers Sohn ist. Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Deswegen trage ich hier eine Bowtie. Der Präsident ist gut für das Land sein. Der Präsident. Oder wie der texanische Krawatte heißt. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Und wenn man einen bösen Amerikaner darstellt, dann muss er ein Texaner sein. Ja, die Texaner sind bescheuert. Die Japaner sind alle problematisch, wenn sie so eine rassistischen Stereotypen in ihren Spielen reinpacken. Okay, wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden sie es bis zur Tür schaffen? Nee. Warum Nein. machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu Und tun. Und was werden sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Hä? Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Mein Vater hat sie in seinem Arsch für 2 Jahre versteckt. Das Spiel ist Resident Evil und nicht Max Payne. Max Payne in the ass! Auf keinen Fall. Sie haben es versprochen. War gelogen. I lied. Könnt ihr mal spielen? Sherry! Ihr fiesen Gemeinde! Ich glaube echt, dass der Regisseur zu oft Matrix geguckt hat.
Cherry! Cherry! Yeah! Ich hab Gold, du hast Silber! Jake Muller. Das war's für heute? Ich glaube, ein bisschen können wir noch. Okay. Drück ich mal auf OK. Ja, ich auch. So, mehr Munition, ja. Kritische Treffer. Wo kann man hier. Du kannst nur mehr Munition für die spezielle Waffe. HFW und Sturmgewehr. HFW, das habe ich jetzt. Halb, nee, oder? Was ist HFW nochmal? HFW? Ja. Halb verwertete Wetterlage, keine Ahnung. Ja, klar. Und mehr Munition, Schrotflinte. Aber das. Kann ich das holen? Ja, schön. Befreiungstechnik. Nee, das kann ich nicht. Erhöhte Kampfenergie, 77.000. Oder? Nee, hab ich das schon? Nee. Erhöhte Befreiungstechnik. Schneller auch. Mehr Munition Magnum kann man auch kaufen, aber dafür brauchst du 25.000. Aber das bringt irgendwie nichts, wenn du nur für zwei Waffen Munition an sich tragen kannst. Macht alles keinen Sinn irgendwie. Und ansonsten, du kriegst gar nicht so viel an Punkten in dem Spiel, dass du alles dir kaufen kannst. Alles ist auf Stufe 2, alles andere kriegst du nicht zusammen. Also ich bin fertig. Das ist mir alles hier zu. Ich hab's gleich. Das ist mir zu kompliziert. Heute ist, du kannst auch nur drei Sachen aufnehmen, also mehr Munition Magnum, kritische Treffer 3, durchschlagen, ja. Ich habe übrigens auch das Fähigkeitenmenü verlassen. Zählt er runter. Achso. Ja, also das Menü verwirrt mich immer noch. Hat jetzt sind wir wieder gefangen. Und wieder 6 Monate später, oder was? Warum töten sie die nicht? Sind alle Bösewichte in diesen Serien und Filmen so blöd? Ja, willst du den ganzen Scheiß umsonst gemacht haben? Ja. Tut mir leid. Hä? Warum trennen sie die Figuren, wenn sie die denn doch hier wieder zusammenführen? Ich hätte seine Lügen durchschauen müssen. An allem bin ich schuld. Du hast nur Befehle befolgt. Du dachtest, du tust das Richtige. Den Impfstoff finden. Die Welt retten und all das. Lass uns was singen. Dum 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 dum. Roll the boat, take me down. Oh, guck mal. Hast du es blau? Was ist gerade passiert? Hast du es blau im Blame gesehen? Na klar, sie haben unsere Waffen. Rechts oben da, aber wir haben ja keine Waffen hier. Ja, ich habe keine Waffen. Hey, das sind unsere Sachen. Ich kann nicht mal drauf prügeln. Wie kommen wir da rein? Mäuse, Ratten. Sind da echt Ratten und die synchron putzen sich? Ja.
überall Ratten hier. Ja. Moment, hier kann man. Die lassen uns in diesem rattenverseuchten Raum. Geht ja kann ich hier gar nicht. Ich kann hier irgendwie. Mann! Jetzt kann ich drücken. Hier ist wieder so ein Punkt, wo man nur an einer gewissen Stelle V drücken kann. Deswegen haben sie wohl viel so einen Zoom gemacht auf die Ratten. Die armen, danke. Die armen Ratten. Du trittst die ganze Zeit auf. Also in Tomb Raider müsste ich sie erschießen. Ja, dann halt nicht. So, ich kann hier unten gar nichts machen. Ich muss auf dich warten. Ja, wenigstens bist du jetzt nicht in Haifischwasser. Freu dich. Warte mal. Jubel doch mal. Ich glaube, wir sind in dieser Unterwasserstation, wo hier Pierce sich geopfert hat, oder? Ich hoffe, wir müssen nicht wieder Leitern klettern, um da irgend so ein... Oh, shit. Sherry! Alles okay! Ich kann dir nicht viel helfen. Sicher? Hey, mach die Tür auf! Muss die Tür aufmachen, muss ich nicht durch den Luftschacht! Ich frag rhetorisch. Du musst mir nicht drauf antworten. Ah, das Monster ist Kinder. Jetzt hier irgendwie in der Tür. Brich die Tür auf! Hängen geblieben. Muss ich nicht durch den Luftschacht! Brich die Tür auf! Dann muss ich mach gar nichts, der quatscht immer von selbst. Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Hey. Diese traurige Musik. Vergewaltigung oder was hier? Ja, Gesichtsvergewaltigung. Das ist ja echt hässlich. Was fährt der denn jetzt hier? Eine Alien oder was? Ja. Ich hab's kapiert! Elendlich lang. Nee, das Problem war, immer wenn ich an die Tür ging, kam kein aufleuchtender Befehl oder so. Und ich bin total hilflos. Ah ja, ich weiß. Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Dann wüsste, wo hier ein Luftschacht wäre. Ich versuche einfach mal. Hey, brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Ach so, das. Hey, brich die Tür auf! Das ist eins von diesen Viechern, was sich da modifiziert. Brich die Tür auf! Dann muss ich nicht durch den Luftschacht! Kindert! Hey, ja, brich die Tür auf! Einfach nur aufballern! Muss ich nicht durch den Luftschacht! Aufballern! Schlecht für ein Mädchen! Was? Hat er das echt gerade gesagt? Das hat er echt gerade gesagt. Nicht schlecht für ein Mädchen? Ja, wir sind in Unterwasserbasis, du hast recht. Kann man auch das Emblem schießen, ne? Ja. Achso, wenn. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Da hinten ist eine Tür. Da hinten ist so eine Tür mit einem grünen Screen. Genau. Ja, wir sind echt in dieser Unterwasserstation. Soll ich mal hier die Fenster aufballern? Verschwende nicht deine wertvolle Munition, Jake. Moment, hier ist. Okay. Vorübergehende Stromumleitung zur Inkubationskammer. Zum Aktivieren des Aufzugs Reservebatterie anschließen. Reservebatterie, okay. Wenn's weiter nichts Reservebatterie? Das ist aber sehr spezifisch gesagt von. Wo ist das denn los? Das ist ja mal ein neues Wort für Powerbank. Ja. Okay,
Okay, du musst auf die andere Seite da. Achso, da ist ja noch was. Oder wir müssen erstmal so. Die. Reservebatterie 1 aktiviert. Aufladung 25%. Ich glaube, jetzt kommen wieder hier Gegner. Wir brauchen mehr? Verdammt! Hinter dir! Ja. Müssen wir jetzt normal drücken oder was? Nö. Wir brauchen mehr Saft. Suchen wir nach Reservebatterien. Aha. Ja, ich hab's verstanden. Jetzt lass mich hier raus, du scheiß Ding hier. Mann. Müssen wir hier ran. Okay. Müssen hier die Tür aufmachen. Vielleicht auf der anderen Seite irgendein Monster. Das ist, was wir noch brauchen. Monster. Wir haben wohl keine Wahl. Wirklich? Anders geht es nicht? Wirklich? Anders geht es nicht? Ja, super. Wo sind wir denn hier? Im Bowser's Lair oder was? Klar. Achso, Timing. Kommst du damit klar mit deiner Höhenangst? Ja. Erst diese Tastenphobie, dann Flugzeugangst. Das geht hier. Hier muss ich ja nicht runterkriegen. Okay. Ach so. Nein, nicht in den Typen reinspringen. Hä? Wo ist der hin? Ich bin weit hinter dir. Ja, das Monster hat sich gerade vor meinen Augen wegteleportiert. So. Oder unsichtbar gemacht. Und irgendwo ist noch so ein Fehler. Das sind wieder Schalter, ne? Ja. Also wir müssen jetzt sämtliche solche Schalter. Genau. Sind wir schon fertig. Wir müssen vier noch machen. Ah, see. Auf jeder Ebene. Doch, da ist noch was hinter dir, da. So komische Hände. Aufladung 50%. Zur Hälfte geschafft. Kreude. Gerade. Ah, da ist ja noch so ein Vieh. Händchen. Ja, man hat was fallen lassen hier. So, so eine Schachfigur wieder. Karl, sage ich dazu. Beste Tier. Zum Fall für ein Tier. Da ist wieder so ein Vieh irgendwo. Ja. Müssen wir hier überdrücken? Ich guck gerade. Ne, Sackgasse irgendwie. Das war ja sehr. Moment, hier. Guck mal, Hier ist noch was. Ah ja. Ein Labor. Wie klischeehaft. Oh, hier ist ein blaues Symbol in dem Schrank. Und. Kräuter! Aua! Was ist das? Ah! Ich hab den Schrank kaputt geschossen. Pass auf, da sind Hände drin. Ja. Das eiskalte Händchen hat heute schlechte Laune. Und du? Das war's. Ich glaube, da müssen wir es noch. Ja? Ja, von da kommen wir doch, oder? Ja, hast recht, hier. Hier müssen wir. Ach so! Wir mussten hier eh lang damit. Hinter uns! Ja. Ich glaube, jetzt kommt noch ein Vieh.
Händchen. Eiskalte Händchen. Da ist der Kopf. Aua. Ich konnte nicht helfen. Ich find's eher gruselig, wie das Vieh mir an den Eiern erst anpackt hier. Oh, jetzt weg hier. Komm nochmal hoch hier. Hä? Jetzt, komm, jetzt geht's. Am besten gleich hier so stehen. Oh, hier. Das ist ein bisschen was Gigamäßiges, das ganze Design. Ja, jetzt hat's. Wieder so eine scheiß Hand, ey. Es ist Giga. Weißt du, ja. diese Facehugger. Hier die Farben und so weiter. Das hat alles wirklich was vom Geiger. Naja, Giga, aber egal. Hans-Rudi Giger. Hans-Rudi Giger? Aus Chur? Warum kann ich den Hebel nicht bedienen? Weil ich ja, glaube ich, oder muss ich? Kannst du ihn bedienen? Da links von mir ist einer. Mal okay. Da, wenn ich hier stehe, bleib mal hier. Ich geh auf die andere Seite, da ist er auch soweit. Ich glaube, das ist wieder hier mit rechts und links. Ja, eben. Aber ich muss erstmal einen Weg dahin finden. Nee, ich glaube, du kannst nur rechts bedienen. Da haben wir doch. Hä? Okay, dann tauschen wir. Das hasse aber ich auch. Warum muss ich links und du rechts? Warum kann das nicht? Das ist irgendwas Politisches. Wieder so ein Vieh hier aus dem Kanal. Warte. Mann. Ich muss doch erstmal diese scheiß Hand vor mein Gesicht machen. Kann ich dir helfen? Warte. Geht. Oh. Geht's bei dir wirklich? Ja. Los, komm. Doch, komm. Die Kamera spielt wieder total irre hier. Mann, ich kann mich kaum bewegen, weil alles mich angreift und wieder haut. Okay, ich komme. Ich will nach rechts, dann kommt eine scheiß Hand. Ich will nach links, dann kommt den Ziel. Ich komme schon. Auch mir gerade voll in den Schritt gefasst. Was sagst du dazu? Bei Frauen ist es was anderes. Was? Finde ich jetzt nicht. So, kannst du? Ja, ich finde es so affig, dass der Mann links und die Frau rechts. Warum kann das nicht egal sein? Stell dir mal vor, wir wären beides Männer oder beides Frauen. Wie entscheidet sich dann das Spiel? Nach Haarfarbe? Weiß ich nicht. Nach Schwanzlänge? Nach Tippengröße? Weiß ich nicht. Ja. Ah, Mann! Ich hab keine Chance! Ah, wieder so eine Scheißhand. Nur noch eine. Wee!
nicht weg. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Jack. Ich kann eh nur als einziger hier hoch. Weil hier ist wieder so eine Stange. Und ein Koffer, was ist da drin? Ui. Ich greife gerade ein Monster. So, ist hier noch irgendwas? Nee. War echt nur... Schaffst du es da unten? Naja. Es nervt nur. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin hier. Ich bin wieder ganz oben. Ganz kurz noch. Diese Monster, die lassen mich nicht in Ruhe. Jetzt habe ich dasselbe Problem wie du. Oh, ich weiß nicht mehr, wie ich zu dir komme. Ist in Ordnung. Scheiße. Das ist mir aber echt peinlich. Mann, ja, wir wissen, dass sie geraped wird. Nee, weißt du, ich wollte doch einfach nur warten, bis diese Plattform zu mir kommt. Jetzt werde ich wirklich von diesen übrigen Monstern da abgemeuchelt. Das ist mir echt peinlich. Mensch, ja, wir wissen, dass sie tot ist. Kannst du es irgendwie mit Escape überspringen, nee, oder? Jerry! Mann, ey. Nein. Bist du nervig. Tut mir leid. Ist ja nicht dein Fehler, dass die Programmierer so bescheuert sind. Aber vielleicht können wir jetzt endlich gleichzeitig dahin. Reservebatterie 3 aktiviert. Aufladung. Wie soll man das schaffen? Man dreht sich um und dann kommt das Vieh einem schon entgegengelaufen. Ja, warte auf mich, warte auf mich. Da kommt was. Ich guck schon. Links. Wir können gleich springen. Spring. Yay! Na also, schau, das wollte ich nur mal. Ja. Hier ist zu? Ja, wir müssen zu G. Das war jetzt A. Und hier, hier schaffe ich es nur, weil hier ist so eine komische Stange. Achso, das ist F. So, hier war nur so. C, da waren wir ja gerade. Meinte, ich warte, bis du wieder da bist. Das ist A? Okay. Hallo. So. Hä? Kann ich echt nicht rüber. Mal hier okay, rüber. Da muss ich, ja. Das ist der einzige Zugang, den ich habe, außer da, wo wir gerade eh schon waren. Waren wir hier nicht mal? Ja. Ja, eigentlich schon. Hier ist dieses komische Labor, ja. Da ist wieder so ein Vieh. Ja. Wieder zurück. Kommst du? Ja. Ich bin da. So, ich glaube, oh, gleich muss ich so einen Alleingang machen. So, hier ist diese HR Geiger Station. Ja. Ich merke es mir schon. Hier ist zu. Ja, es hat sich ja G geöffnet, aber da kommen wir gar nicht vorbei, oder? Da brauche ich gar nicht hin.
Hier waren wir auch schon. Da waren wir ja gerade her. Ja. Da muss ich wohl ein zweiter nach oben. Also ich komme wohl nicht rüber. Dann bleib mal hier. Nur du hast diese Stangentechnik. Ja. Zumindest bist du da drauf sicher. Okay. Jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. War ich hier schon mal? Ja, hier waren wir auch schon. Hallo! Hier auch irgendwo. Moment. Ich muss glaube ich wieder zum Anfang laufen. Ich frage mich, ob man den Turm irgendwie umpolen muss, dass der uns auch mal zu anderen Räumen hinfahren kann. Also hier oben ist ein Schalter, aber ich kann ihn nicht bedienen, weil er wieder auf der rechten Seite ist. Oh. Ich kann ja mal gucken, ob ich nicht doch rüberspringen kann. Nee, ich kann da nicht rüber. Hm. Ah, hier ist etwas, wo ich weiterkomme. Ich bin jetzt auf der richtigen Seite, aber ich weiß nicht, wie du. Sherry! Ja. Also ich bin richtig, aber ich weiß nicht, wie du rüberkommst. Moment mal, also D ist auf derselben, also stockwerkmäßig ist es auf derselben Ebene wie, da wo wir anfangs hergekommen sind, sag ich mal. Vielleicht müssen wir es irgendwie ebnen oder so ähnlich. Ich spring einfach mal wieder in F rein. Also schon. Ja, also du musst irgendwie ganz nach oben kommen, so wie ich bin jetzt. Das sind ja zwei Ebenen, eine die unten fährt und eine die oben fährt. Ich kann dir jetzt hier nicht weiterhelfen. Dieses Ding sich dreht. Ich glaube, das hält auch beim Ausgang F, so wie es sich dreht. Ausgang E musste. Ja, aber wie gesagt, es hält nur an drei Türen und eines Giga, das andere, da bist du und da komme ich nicht rüber und beim dritten Raum, da bin ich jetzt wieder. Und guck mich gerade ein bisschen um. So wie es aussieht, kannst du bei E kannst du auf jeden Fall raus jetzt. Ja, da musst du raus. Dann kommst du auf die Ebene. Geil. Oh. Brauchst du Hilfe? Da kommt noch ein anderes Vieh. Noch irgendwie Deckung zu geben. Bleib an der Tür. Ja, ja. Was sagst du denn, wenn du springen kannst? Jetzt kannst du gleich. Aufgepasst. Ja. Ah, jetzt muss ich auf mich aufpassen. Ja, ja. Kann schon. Super! Genau. Da musst du rausspringen. Nicht hier. Du musst auf der anderen Seite.
Peekaboo. Okay, jetzt bin ich bei ihm. Genau, und jetzt musst du den Gang entlang und dann kommst du zum Raum. Da ist so ein Laser, der ihn trennt. Aha. So eine Laserwand, Lasergitter. Sehe ich gerade noch nicht, aber ich sehe deinen Namen. Ja, dort wo ich bin, hinrennen. Dann hast du da auf deiner Seite hast du dann auch nochmal so einen Schalter. Aua. Gut, man kriegt einen Stromschlag. Hallo. Ah, hier. Hi. Jetzt müssen wir wieder zu B. Okay. B! B! Ich hab den Eindruck, dass wir jetzt hier wieder... Ja. Danke, direkt neben mir. Was? Empfange Überspannung. Evakuierung über den Aufzug einleiten. Was? Jetzt ist kein Strom da und jetzt ich zu viel. Ich hab nichts gemacht. Hey, jetzt läuft der Aufzug. Schon wieder eine Hand. Mann, ich kann doch nicht während da irgendwie eine Zwischensequenz ist, mich vor diesen Viechern schützen. Und dann greifen sie einen an. Wir müssen das irgendwie stoppen. Ja, wie denn? Kahn könnte dabei helfen. Da ist ein Schalter. Wo ist der jetzt? Wo ist der Schalter? Da hinten irgendwo. Sind wir denn jetzt hier bei Tetris oder bei Doom oder was? Nee, eher bei Wrecking Crew. Meine Geduld ist am Ende, Kumpel. Jetzt erst. Was nun? Sagt der Ochsen zurück. Müssen wir nicht langsam runterfallen bei dem Gewackel? Ja. Ich glaube, wir müssen da gleich reinspringen. Kommen wir gleich hier hin. Nee, anscheinend doch nicht. Kannst du springen? Das sollen wir doch gerade her, oder? Weiß ich nicht. Ah! Wer ist tot? Nee. Mist. Nee, Mist. Wir hängen nur über einen großen Abgrund, wo Lava ist. Scar, help me. Scar, help me. Oh, shit! Ich will krabbeln. Sherry, alles okay? Ja, alles klar. Drück die Leertaste, als hättest du nie in deinem Leben was anderes gemacht. Da hinter uns ist auch noch ein Vieh. Ja, das wird hoffentlich gleich platt. Das ist recht weit hinten, oder? Oder bist du auf der anderen Seite? Achso. Ich bin neben dir! Aber dein Name war gerade bei mir ganz weit hinter mir. I regret nothing! I regret to be a part of Resident Evil 6! I just wanted to be the logo! Ab in den Fahrstuhl hier. Sherry. Ja? Sherry. Sherry. Ja. Sherry. Ja. Sherry. Ja. Sherry. Sherry. Ja. Sherry. Sherry Coke. Ja.
Haben sie jetzt geschafft? Ja, Shellcake. Nee. Wir haben die Welt gerettet. Das sag ich. Vor uns, oder? Ja. Oh nein, jetzt kommt wieder dieses Totenkopfvieh. Freut mich, Sie wohl aufzusehen. Moment, haben Sie uns gerade befreit? Und die Helden des Tages sind... Wie, die haben uns gerade befreit? Sie sind ihrem Vater ähnlich. Woher wussten Sie, wo... Halt, Moment mal. Du hast ihn gekannt? Müssen wir echt dieselbe Sache nochmal sehen? Habe ich. Kann man das überspringen? Nein. Escape, F, irgendwas? Nein. Doch, ich kann überspringen. Escape, überspringen. Leute, ach, müssen beide drücken. Eine Art okay. Zu sein. Ja. Und das noch einer. Ja klar, das macht Sinn. Infected. Ist jetzt Realität. China ist an einem Schuld. Das Ding wieder. Was zur Hölle ist das? Öko. Das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Aha. Ja. Wenn wir es nicht stoppen. Also, wenn dieser riesige Kokon schlüpft, haben wir Probleme. Ach, jetzt kann ich auf einmal rechts auf den Hebel drücken. Ja, das ist nur ein paar. Ich bin. Wir müssen hier weg und das HQ warnen. Moment, du bist jetzt mit. Schnell, hierher! Jetzt bin was? Ich. Moment. Ach, so, ich hier lang. Nee, nee. Anscheinend nicht. Ich bin jetzt mit Chris zusammen. Hä? Keine Ahnung warum. Ach so. Ich muss ja unbedingt mit dem Typen zusammen jetzt auf eine Plattform, der meinen Vater getötet hat. Nur, dass das klar ist. Für den dramatischen Effekt. Du wirst mir einiges erklären müssen. Wenn wir hier lebend rauskommen, erfahren Sie alles von mir. Ich hoffe nur, Sie ertragen das auch. Ihr Vater war Arschloch. Ich bin nicht so wie mein Vater. Aber wenn es eng wird... Echt, müssen Sie jetzt darüber diskutieren? Klar und deutlich. Ja. Ihr Freund ist etwas launisch, was? Es muss schwer sein, sich auf ihn zu verlassen. Nicht, dass der Captain in letzter Zeit gut drauf war. Niemand ist perfekt. Ich vertraue ihm. Im Moment ist die Hauptsache, dass wir hier rauskommen. Gut gesagt. Langweilig. Die Bots machen das gerade besser als... Alles gut. Yep. Jetzt kann ich zum Beispiel über 150 Muni aufnehmen. Das verstehe ich nicht. Seltsam. Die Realität in diesem Spiel ist rätselhaft. Also du kannst nur Pillen oder Munition anscheinend. Je mehr Pillen du hast, desto weniger Munition. Je mehr Munition, desto weniger Pillen. Der traf ich nicht. Oh Gott, hier ist wieder die Leiter. Ich habe schlechte Erinnerungen. Nein. Ich habe ein Déjà-vu. Ich auch. Ich habe gehofft, ich würde sie verdrängen. Hoffentlich dürfen wir jetzt was anderes machen. Da kommt wieder der Riefengoss. Ja. Ich habe einen Totenkopf. You don't understand me. Tentakel. You don't understand me. Nobody understands me. Nobody understands my
When life is so hard, so easy and nice, why have rode the swords? Denk an deinen Auftrag. I'm so sad. Nein, könnt das Ding nicht besiegen! Geht nicht zurück. Aber die beiden werden sterben. Und das ist ihre Entscheidung. Was? Sie sind bereit, sich zu opfern. Und wir können sie nicht daran hindern. Sie opfern sich wegen dieser scheiß Spielsequenz. Weißt du, du was? Weißt nicht, wie schrecklich es ist. Ich bin nicht wie mein Vater. Und ich sorge dafür, dass das auch so bleibt. Wir verschwinden. Und dann rettest du die Welt. Wow. Sie haben recht. Wir haben ja gerade Milliarden von Monster getötet und Monster gesehen, die größer sind als alles, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, was organisch ist. Und jetzt muss ich hier so eine pathosmäßige Rede wiederhalten. Ich hab genug. Wo ist der Ausgang? Er muss ganz klar sein. Jetzt kann ich wieder hier Dutzende Munitionspackungen machen. 182 auf meine MG. Vorher konnte ich noch nicht mal 20 auf meine normale Pistole. Komisch. Ich verstehe es nicht. Hey, Jake! Ja? Ich rette die Welt! Ist das nicht schön? Schön. Und jetzt muss ich wieder... Ich bin so affig. Was ist denn das? Sind wir in Star Wars oder was? Nee, Terminator 2. Star Wars und Terminator 2. Ich glaube, wir müssen hier wieder rennen oder so. Och Gott. Kommt jetzt wieder der Typ mit der Kettensäge? Aus der Lava oder was? Dann ist er unzerstörbar. Der baut ein Unterwasserlabor und dann noch hier so ein Lava-Pool-Ding. Ja, sein Lieblingsspiel ist wohl. Den kennen wir doch. The Floor is Lava. Hallo, Mutti. Sieh mal an. Tante Vettel kommt. Ich glaub. Sie hat ihre besten Stiefel angezogen. Wow. Mann, dieses Slow Motions geht mir so auf den Sack. Ja, sonst sieht man nicht, wie cool Jake ist. So. Ich glaube, der meint es diesmal ernst mit uns. Reiß mit diesem Katz- und Maus-Spiel. Ich mach dich alle, du verdammter Hundesohn! Hundesohn? Konnte ja nicht Hurensohn sein. Du Bösling! Ja. Jake, wir können hier nicht kämpfen, es ist zu gefährlich! Okay. Wo sind wir hin? Hey, Arschloch! Hier lang! Auf deiner Seite oder was? Ich renn einfach dahin, wo der Pfeil mich hinführt. Ja, ich renn dir hinterher. Ich war nur gerade in einer Sackgasse irgendwie. Doch, okay, muss das ist eine sein. Kiste, die krieg ich alleine nicht gemacht. Stopp! Stopp! Oh oh. Ich glaub, das soll so. Rechts laufen. Mist! Der lässt sich was einfallen! Danke, Jake. Das ist sehr mutig. Der lässt sich was einfallen. Da ist so ein blaues Emblem. Siehst du es? In der Säule. Ja. Ja. Ich hab ein brennendes Ding voll in die Fresse gekriegt und bin nicht tot. Ja. Wieder. Müssen wir die jetzt die ganze Zeit abballern? Ich glaube, wir müssen... Ich dachte, wir müssen einfach zu einer bestimmten Tür. Was? Das ist die einzige Plattform, wo keine Lava ist? Okay.
wäre schon viel besser. Ja, mach noch mehr Lava-Löcher, du Idiot! Das ist ihm egal! Er würde alles tun, um uns zu töten. Sogar uns töten. Oder sich selbst dabei töten. Die einzige Waffe, die du hast, die ja nicht deine einzige Waffe ist. Ja. Nee, ist nicht meine einzige Waffe. Au contraire, aber. Dramatisch oder so. Das ist schon besser. Siehst du jetzt mich? Wir das oder mit siehst den du dich? Ich sehe dich und jetzt sehe ich mich. Jetzt. Echt? Ich muss ihn jetzt hauen? Mir hast du nicht auf! Ich glaube, ich muss ihn kaputt schießen. Nein, ich hab nur meinen Taser! Verdammt. Ich hau ihn die ganze Zeit! Ich muss zu dir hin! Halt dich ruhig irgendwie! Ich helfe ihm! Ich hau ihn echt mit den Fäusten! Oh mein Gott! Es ist echt wieder hier die Quest-Situation mit dem Stein! Hau ihn in die Eier! Ja. Jetzt? Ich weiß nicht. Ach so, ich kann nochmal sowas abfeuern. Leck mich! Nimm das! Hier ist das! Leertaste, Leertaste, einfach nur Leertaste. Leertaste. Sind wir los. Ach, weißt du, so möchte ich auch mal sterben. Das wird so cool. Eine Million von Pistolenkugeln in den Körper rein. Er ist endlich tot. Und dann haust du ihn mal ein paar runter und er fällt wie ein kleines Miet. Wir haben ihn sogar mit einem Lochgraber hier, mit so einem riesen Bulldozer haben wir ihn angegriffen und er hat es überlebt. Aber ein Faustschlag von einem Menschen, nein, das geht gar nicht. Ja, du warst ja auch sehr wütend. Wahrscheinlich hat das wirklich was genützt. So ein Blödsinn. Jetzt habe ich die Tür getasert. Boah, bitte sag mir das. Und das war gemeint. Du bist ja wirklich sauer auf mich. Ich hoffe, in dem Vorschau-Video hier als Vorschaubild ist genau diese Szene, wo er was in die Fresse kriegt. Man kann die auch kicken. Ja, das ist, wenn man ankommt. Das hier ist eine Art Lager. Irgendwie müssen hier Sachen rein und rauskommen. Echt? Jetzt habe ich alle Waffen verloren? Er hat mir doch nur meine Pistole. Ja. Wenn er jetzt wiederkommt, dann weiß ich nicht mehr. Also komm, der ist jetzt in Lava gestorben und dann ist noch dieser Kanister auf ihn draufgefallen. Ich hoffe, er bleibt da erstmal da. Guck mal, ich glaube, der kommt nochmal. Oh. Ja, wahrscheinlich von wegen, ich habe jetzt ein Upgrade. Ich bin jetzt ein Roboter. Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Ja. Ich weiß schon, ich muss. Aber bis sie mal da an einem Punkt steht, wo ich V drücken kann. Ja, kenne ich.
ist so affig. Wowser! Dafür hab ich mich bereit zu bezahlen. Ist jetzt wieder Quicktime oder? Oder? Ja, schnell! Nein! Und es geht kein verdammtes Steuer! Da ist er! Siehst du? Siehst du? Da ist er! Ich bin auch nicht tot! Ja, verdammt! Wie hört man den bloß los? Du wieder links! Links! Er spinnt endlich! Jay! Lauf weiter! Ja, jetzt links und rechts drücken kann ich nicht! Ja, ja. Ich hab das Gefühl, er greift lieber nach mir. Hey, da, die Ladung! Denkst du auf, was ich denke? Jetzt ja! Also los! Jerry! Ist das Arschloch! Nein! Also wieder Kletter. Aber wir haben ein bisschen Vorsprung. Wenn er nicht mal Lava und einen riesen Kanister auf seinen Kopf ihn töten kann, was kann ihn denn noch töten? Ui, wie Corona? Wir müssen die linke und rechte Maustaste immer nehmen. Ja, Corona könnte ihn töten. Vielleicht ist er ja jetzt. Jerry! Jerry! Nein! Donk. Volles Ruhe! Sie jetzt wieder was drücken hier. Und noch was, du Scheiße! Sag mal, wie redest du mit ihm, Jake? Ist immer noch nicht tot. Ist er jetzt tot? Nee, immer noch nicht. Der ist echt sauer. Würde ich auch, wenn ich so verkohlt bin. Hey, hier! Eine Waffe! Kommt die denn nochmal her? Worauf wartest du noch? Ja, der macht's doch mal endlich. Ihr müsst euch dabei nicht angucken. Jerry! Wir machen Big Time. Bringen wir's zu Ende, ja. So hab ich das nicht gemeint. Das passiert bei 10 Stunden Solarium. Bringen wir es zu Ende. Los. Jerry! Echt? So. Jetzt immer noch ein Tod. Ist jetzt mal was drin hier, oder was? Endlich! Du hast mich gerettet. Was? Hab ich das? Oder? Ich hab vorhin das Quicktime verkackt. Wir haben uns doch gegenseitig gerettet. Außerdem sind wir wirklich gerettet, da ist hinter uns immer noch eine Explosion, die sehr nah an uns dran ist. Danke. Lass uns jetzt knutschen und Sex haben. Du hast mich gerettet! Gar nicht schlecht für ein Mädchen! Ja. Ist das romantisch? Das ist eine romantische Fahrt in Resident Evil. Ja. Echt? Das war's? Ja, sehen wir jetzt nicht irgendwelche jubelnden Menschenmassen? Oder sind keine mehr übrig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir nicht mal die Auswirkungen unseres Tuns. Unseres Heldentums. Also von allen Episoden ist das hier die schlechteste gewesen. Rein von der Story her. Also sie trifft ihn, er soll ihr Blut geben, der Blut, das, ja, das
Dann verlieren sie irgendwie in der Tundra. Dann werden sie von diesem Monster gejagt, gefangen genommen. Dann entkommen sie. Und wenn sie entkommen sind, werden sie wieder gefangen. Und dann bemerkt sie, oh, mein Chef ist ein Arschloch. Werden sie wieder gefangen. Und dann wachen sie in dieser Unterwasserstation da auf und entkommen. Wow. Ja, wir haben doch eine Menge gelernt, ne? Ja. Was haben wir denn gelernt? Dass mit Fäusten man ein Monster schneller besiegen kann als mit allen Schusswaffen der Welt. Naja, außer mit dem letzten Schuss eben vorhin. Naja, du brauchst dir keine Mühe geben mit Explosionssachen und so weiter und mit einem riesigen Bohr-Kran-Ding oder so weiter, sondern wie gesagt, einfach nur die Fresse polieren. Ja, und die Welt mag noch so blitz, also in Sauseschritt sich infizieren, wenn man ein Monster kaputt schießt und kloppt, wird alles wieder gut. Ich brauche nur deine Hand halten und gemeinsam mit dir einen Schuss abgeben, dann sind wir ein Liebespaar. Ja, ich würde ja wenigstens gern sehen, wie sie dem Jake das Blut da abzapfen. Wahrscheinlich kriegen wir das nach dem Abspann zu sehen. Diese kitschige amerikanische Musik jetzt hier auch. Das ist so eine Musik, da stelle ich mir eher japanischen Gesang dazu vor. Was schon so J-Pop. So richtig weichgespülter Rock. Ja, eben, das klingt so nach J-Pop. Ach so, wenn er so mehr romantisch klingen soll. Ja. Rockig romantisch. Das wahrscheinlich singt das Jake oder Leon. J-Pop heißt japanischer Rock. Oder heißt es was? J-Pop, ja. Ja, ja, J steht für Japan. Und die machen nur weichgespülten Rock. Oder? Ja. So let me save you. Was? You saved me, so you won't let me save you? Ja. Das Spiel hatte echt Storyboard-Artists. Du, möchtest du Storyboard-Artist für dieses Spiel werden? Naja, solange die Kohle stimmt und ich sag mal, so schlecht das Spiel auch ist, aber wenn du in dein Portfolio zu stehen hast, ich habe für Capcom Resident Evil gearbeitet, das ist schon etwas. Ja, man muss nur hoffen, dass sie das nicht mal selber gespielt haben. Überzeugt, was das für ein Spiel ist. Die können ja nichts dafür, dass hier der Regisseur scheiße war. Von Ada haben wir auch jetzt nichts mehr gehört. Das letzte Mal war sie ja in diesem osteuropäischen Land, wo wir dann... Das war ja die böse Ada. Die mit dem blauen Anzug. Ja, dann sind wir doch getrennt worden und bewusstlos und dann hieß es 6 Monate später und dann waren wir in diesem Labor oder was das war. Ja. Und die gute Ada, die hat dich ja gerettet da vor diesem Kettensägen-Typ auf dem Boot. Die habe ich echt kaum gesehen, das war so schnell. Ist ja nicht so, dass ich die Kamera Zeit genommen hätte, Ada mal groß zu zeigen. Ich konnte es sehen, deswegen, weil bei mir war so eine Art Zwischensequenz, wo sie denn da gesprungen ist. Nee, auf einmal sprang meine Sherry so in die Luft. Und ich habe nicht Ada gesehen, ich dachte, es wäre ein Glitch. Ah, der Song ist gut. Ist vorbei. Gut. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Beziehungsweise noch nicht ganz geschafft, weil jeder von uns kann jetzt noch die Single-Mission mit der Ada spielen. Weißt du was? Ich weiß nicht. Ob du dir das antun willst? Ja, außerdem alleine? Nee, wenn ich so ein Spiel spiele, dann möchte ich das mit dir durchleiden. Leben. Durchleben. Ja, wenn man das so sagen kann. The Third Floor Incorporation. Ja, ich meine, gibt es Achievement, wenn man mit der was macht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, du hast das Spiel beendet. Okay. Gut! Kommt da kein Kapitel mehr? Nein, das war's. Okay. Wir haben jetzt alle... Oh. alle drei Hauptstories, wo man zu zweit spielen kann, hatten wir gemacht. Ja, wobei, man kann ja nicht immer sagen, drei Stories. Ich meine, wir haben ja viele Punkte ja schon wiederholt, aber als andere Figuren. Ja, es waren so eine Verbindungspunkte. Ich weiß, ich weiß. Oh. Ich war ja zum Beispiel froh, dass wir jetzt nicht diese Scheißkletterei und Rennerei machen mussten bei diesem Tentakelmonster, sondern dass wir was anderes zu tun kriegen. P-
Pierce, wir müssen klettern. Ja, Pierce, wir müssen klettern. Keine Sorge, ich bin der beste Kletterer der WSHA. Hat meine Mama mir gesagt. Gab's hier irgendwie so einen coolen Spruch? Ja, Jake. Achso, weil sie im Motorrad gefahren sind, da hat er ja auch. Ja, eigentlich. Er hat ja. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber Jake hat ja eben sowas gesagt wie: Nicht schlecht für ein Mädchen! Als ich dich befreit habe, als ich dir die Tür aufgemacht habe. Stimmt, das nehme ich, nicht schlecht für ein Mädchen und voll eins auf die Fresse. So nenne ich den Titel. Ja, nimm dies, du Arschloch! Hast du die Zwischensequenz gesehen, wie ich ihm die Fresse poliert habe? Oder? Ja, ja, ich hab's gesehen. Voll in Slow-Mo. War sehr schön. Ja, das war so toll. Dann fliegt er nach hinten. Und anders ballern wir mit einer MG und mit einem Granatenwerfer auf ihn und der macht keinen Schritt nach hinten. Endlich war mal die Schwerkraft unser Freund. Physische Gewalt ist immer besser als Gewalt mit einer Waffe. Seht ihr, Kinder, einfach draufhauen. Nicht gleich reden, einfach draufhauen. Chris hat, Waffen sind schlecht. Chris hat es uns beigebracht. Ein Stein sprengt man nicht weg, sondern man schlägt ihn weg. Der hat viel von ihm abgeguckt. Also ich kann im Prinzip sagen, dass dieses Spiel alle drei Abschnitte von der Intelligenz und vom Stil hier so waren wie die Vulkansequenz aus Resident Evil 5. Resident Evil 5 war vielleicht auch sehr actionlastig und man hatte sehr viel Munition gehabt. Aber da hattest du noch irgendwie das Gefühl von Gefahr und Angst gespürt. Ja. Bedrohung. Hier, das ist einfach nur ein Sammelsurium von ja, Verwirrung, von zu viel und Sinnlosigkeit. Und die Kamera, oh mein Gott. Die Kamera ist der wahre Boss, Kinder. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal ein Spiel mache, dann heißt es mein Boss, einer der Bosse, die ich mache, die Kamera. Und dann siehst du da so ein hirnloses Walross, was auf so eine Hubschrauber oder so weiter sitzt, mit einer Kamera. The Camera of Confusion. Und wenn du ihn dann besiegt hast, dann ist es sowas von befriedigend, diese Kamera, dieses Walross zu töten und kaputt zu machen. Ja, scheiß Kamera. Ja. Das ist für. Wollen wir uns mal. Ja? Was? Wollen wir uns mal kurz als Sherry und Jake noch unterhalten über das Ende hier? Ja, okay. Wo kommen wir denn eigentlich raus, wenn wir jetzt diese Lore da fahren? Gute Frage, Jake. Ich glaube, wir sterben im Fall, im freien Fall. Aha. Wir Pech haben. Ansonsten, falls du zu einem blutigen Matsch wirst, dann sammle ich dich mal in eine Flasche auf und bring dich zum Labor. Dein Blut wird uns alle retten. Und was ist, wenn wir jetzt in diesen verseuchten China-Ort rauskommen? Oh. Wären wir denn nicht auch verseucht? Natürlich. Oder ich meine, selbst Jakes Blut ist nicht gefeit vor Verseuchung. Oder sind wir gerettet, weil wir haben ja irgendwie so elitäre Gene? Ja, irgendwie schon. Ich meine, du kannst dich ja irgendwie heilen. Und ich bin ja so ein Fan Wesker. Meine Wunden heilen, außer mitten im Spiel. Das geht nicht. Wenn du dir einen in die Fresse boxt, dann stirbst du. Aber wenn ein Teil von einem ehemaligen Helikopter in deinem Rücken drin steckt, dann kannst du dich heilen. Thank you for playing. Thank you for not making this game. Capcom. Yep. Danke für diese miese Erfahrung. Thanks. You played this game. You are great. You are a winner. You're the best player ever. You're the best player of the BFR. Wozu haben wir jetzt eigentlich Fähigkeitspunkte gesammelt, wenn wir jetzt eh nichts mehr einkaufen sollen? Oh, Moment, hier kommt noch was. Ah! Ein Easter Egg. Oh nein. Ein Reddit-Abspannfilm. Jake Weskers Blutprobe wurde den führenden Forschern der UN übergeben.
zusammen mit den Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Da ist er drin. Jake. Alles, was von ihm übrig Nach ist. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Albert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte. Shutting down. Oh Scheiße, ich hab nicht gespeichert. Nein! Wow, hat die Sitzfreiheit. Mhm. Und was für eine Tasse. In einem Flugzeug kriegt man niemals so eine Tasse. Nee, eher so Pappbecher. Was? Er hat seinen Sold, den er haben wollte, auf $50 runter reduziert. Aha. Ach komm. So, und jetzt bleibt er. Okay. Hat sich jetzt ein Schrottmotorrad davon gekauft. Ein mies texturiertes. Das kann ich nie verstehen, warum jemand mit einer Sonnenbrille fährt. Voll cool, oder? Yeah, ich fahr im Motor. Yeah. Ich fahr ohne Helm, ist das geil! Yeah, und ohne Nierenschutz. Yeah. Macht es mir nach, Kinder! Yeah! Yeah, Giraffe kriegt einen Blowjob! Yeah! Alles ist doch gut ausgegangen! Wow, echt? Das war der Abschlussfilm? Ja! Ich hab eine Erkennungsmarke erlangt. Boah, ich sagte, ich bin froh, dass wir dieses Abenteuer, du siehst meine Finger nicht, Abenteuer, durchstanden haben zusammen. Ja, ich habe diesen Albtraum mit dir durchstanden und es war eine schöne Erfahrung. Du kannst ruhig Danke sagen. Bitte. So, Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihren Computer nicht aus. Speichern beendet. So. Jetzt bin ich wieder im dann Menü. Mit das. Okay. Ah. Gut, ich gucke aber jetzt mal kurz, ob bei der Neuspiel Plus. Okay. Nee, ein weiteres Mal spiele ich das Spiel nicht. Ich starte mal kurz so. die Ada. Ja. Das würde ich vielleicht schon noch probieren, aber ich wollte ja vor allem eben diese Zweier-Mission da mit dir machen. Okay, da kannst du nur alleine mitspielen. Okay, ja gut. Hey, da ist eine Single Mission. Dann ist das so. Ich guck mal die Tage rein, aber ich garantiere nicht, dass ich das mal zu Gänze durchspielen werde. Nee, ich werde mich selbst da durchspielen. Okay. Läuft die Übertragung noch?